Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt für die Fraktion Die Linke unser Kollege Radio Sharma. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Sie alle, kann ich sagen, haben in Ihrem Antrag heute zwei Themen zusammengefasst. Das ist auch schon gesagt worden, das ist die Änderung des Parteiengesetzes und die Diätenerhöhung. Wir Linke finden das bedauerlich, weil wir dem einen Teil dieses Entwurfs durchaus hätten zustimmen können. Und da rede ich nicht, wie Sie sich denken können, da rede ich nicht von der Diätenerhöhung, sondern da rede ich von der Änderung des Parteiengesetzes. Auch wir, die Parteien, übernehmen eine wichtige Aufgabe nach unserer Verfassung. Sie wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Und dafür brauchen wir auch eine solide Form der Parteienfinanzierung. Und der Kollege Ruppert hat es eben noch dargestellt, wir haben drei Säulen der Parteienfinanzierung, die auch alle sagen, ordentlich aufgebaut sein müssen. Da haben wir zum einen die Mitgliedsbeiträge, dann haben wir die Spenden- und Mandatsträgerbeiträge, die würde ich jetzt mal in eine Säule packen, und dann haben wir zum dritten eben auch noch die staatliche Teilfinanzierung. Und wenn Sie in die Rechenschaftsberichte der Parteien gucken, dann werden Sie bei uns zum Beispiel feststellen, dass wir ungefähr 40% unserer Gesamtfinanzierung abdecken durch Mitgliedsbeiträge. Nun sind wir keine Partei, die über große Finanziers verfügt oder sehr, sehr viel reiche Mitglieder. Ich will mal sagen, das sind viele Mitglieder. Wir verlangen von unseren Mitgliedern ganz einfach ordentliche Mitgliedsbeiträge. Und das ist kein Zufall, dass wir als Linke bei unserer Klientel und bei unserer Mitgliedschaft, Herr Krings, jetzt kommen Sie mir nicht wieder mit diesen SED-Milliarden, die niemand kennt, die niemand weiß und von denen niemand weiß und die auch nie jemals finden wird. Der Punkt ist der, wir erheben von unseren Mitgliedern ordentliche Mitgliedsbeiträge, im Monat durchschnittlich 10 Euro und mehr. Damit haben wir von allen im Bundestag vertretenen Parteien die höchsten Durchschnittsbeiträge. Wenn wir, ich sag mal, die CSU, wenn die gleichen Beiträge erheben würde wie wir, dann wäre sie nicht angewiesen auf die Spenden von Großunternehmen, von Versicherungen und sowas. Wäre alles gar nicht nötig. Also wir haben, hören Sie einfach mal zu, Herr Krings, 40% unserer Finanzierung besteht aus Mitgliedsbeiträgen. Dann haben wir ungefähr, sagen wir, 20% Spenden und Mandatsträgerbeiträge. Natürlich zahlen wir Bundestagsabgeordnete auch ordentliche Mandatsträgerbeiträge. Wer spendet an die Linke? Das sind auch nicht die großen Unternehmen, das sind, sagen, Menschen, die unsere Politik gut finden, die etwas Gutes tun wollen für eine gute Sache, die ihren mühsam ersparten Arbeitergroschen einsetzen, um uns zu spenden, um unsere Sache zu unterstützen und unsere gute Sache. Passiert tatsächlich. Und so kommt es denn, dass ich als Bundesschatzmeister auch in diesem Jahr mehrere tausend Zuwendungsbescheide unterschreiben konnte, und zwar mit in Größenordnung von 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro. So, andere Parteien machen das anders. Die müssen nur wenig Zuwendungsbescheinigungen unterschreiben. Das sind dann irgendwie mal sechsstellige Beträge von Panzerherstellern. Und das ist natürlich, ja natürlich, ich meine, hätte ich doch jetzt, wenn wir nicht dieses aktuelle Beispiel gehabt hätten, hätte ich natürlich wieder Mövenpick gebracht und hätte Robert mit nachvollziehbaren Gründen gesagt irgendwie, na, das ist jetzt langweilig, weil wir das schon oft genug gehört haben. Ich finde, man kann es nicht oft genug hören. Es ist nach wie vor eine Schweinerei. Entschuldigung, das war jetzt unparlamentarisch. Es ist nach wie vor nicht in Ordnung, dass eine Partei zunächst mal Großspenden einnimmt und dann eine Politik macht, die zu dem Spender passt. So geht das einfach nicht. Das macht den Glauben der Menschen in Parlamentarismus einfach kaputt. So. Das Dritte ist die staatliche Teilfinanzierung, die ist wichtig, die brauchen wir auch und deswegen ist die Erhöhung auch wichtig. Ich will aber jetzt kurz noch mal was sagen zur Diätenerhöhung. Sie haben alle gesagt, das ist notwendig. Wir haben als Linke grundsätzlich eine andere Auffassung. Wir sagen, Erhöhungen von 3,7, 3,8% sind angesichts der Erhöhung von Löhnen, Renten, BAföG einfach nicht vermittelbar. Es ist in der Bevölkerung nicht vermittelbar. Deswegen lehnen wir es ab. Wir finden es gut, dass wir eine Kommission einrichten, die das Ganze noch mal überprüft. Ist auch notwendig, sollte man auch machen. Aber man muss erst die Kommission einsetzen, die Ergebnisse abwarten und dann kann man die richtigen Schlüsse draus ziehen. So rum wird ein Schuh draus. So wird es aber, wie Sie es hier veranstalten, wirkt es letztlich bei der Bevölkerung nichts anderes als Selbstbedienung. Und das ist etwas, was wir als Linke nicht mittragen wollen. Vielen Dank.